Hallöchen zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 9. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder, hierbei handelt es sich um eine Stream-Aufzeichnung. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, schaut gerne auf Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. Wie der so wird. Kuya! Da seid ihr ja! Ihr konntet also die vier Chaoten, die ich aus dem Kristall schuf, besiegen. Aber ihr kommt leider zu spät. Schaut euch um, seht, in welch einer Dimension ihr euch befindet und seht dieses wunderschöne Kristall vor euch. Es ist der Anfang, der Ursprung, das erste Kristall überhaupt. Ah, also wenn, guck mal, wenn ich das Ding da hinten sehe, das erinnert mich sehr stark an, vom Final Fantasy 9 Logo. Das heißt, du hast quasi so einen kleinen Shadow-Spoiler. Aber wurde das Kristall, kam das in der Story großartig vor? Ich kann mich halt gar nicht mehr daran erinnern. Aber es kann schon sein. Hier ist die Geburtsstätte von allem. Hier hat alles begonnen. Wenn dieser Kristall zerstört wird, löst sich alles im Nichts auf. Gaia, Terra, das Universum. Und auch ihr mitsamt euren Erinnerungen. Alles wird einfach verschwinden. Halt die Klappe! Du glaubst wohl, du kannst machen, was du willst. Und dann noch alle mit reinziehen. Dir werden wir nie verzeihen. Du bist derjenige, der hier und jetzt von uns vernichtet wird. Und danach, jetzt wo Garland nicht mehr ist, werdet ihr das Schicksal beider Planeten nicht mehr aufhalten können. Der Baum Ifas wird völlig außer Kontrolle geraten und die Verschmelzung Terras mit Gaia verheerende Folgen mit sich bringen. Natürlich werden davon alle Bewohner Gaias betroffen sein, auch eure Familien und Freunde. Was ist also euch lieber? Deine Vernichtung, Kuya. Solange noch ein Planet existiert, besteht Hoffnung für einen Neuanfang. Nur weil du Probleme mit deinem Ego hast, gibt es noch lange keinen Grund, unschuldige Menschen mit hineinzuziehen. Welch Sinn von Wert hat es denn, eine Welt existieren zu lassen, in der man selbst nicht mehr ist? Aber wenn ihr so sehr euren Tod herbeiseht, dann lasst mich euch einen geeigneten Spielgefährten vorstellen. Wie, er kämpft nicht selber? Oder kämpft er? Wäre schon lächerlich, wenn er jetzt einfach nur so einen Idioten vorschickt. Oder lässt jetzt den Kristall mit uns kämpfen. Was ist das denn? Ich glaub, du spinnst wohl. Meteor, alles klar. Der legt richtig los. Ja, moin! Alles klar, Alter! Warte mal. Ich hoffe, das setzt er jetzt nur als, sein Signature-Move für den Anfang ein. Nicht, dass er jetzt alle paar Runden Meteor spammt. Und guckt euch an, Alter. Stein hat 900 HP verloren. 900! Alter. Es ist wirklich, es ist lächerlich. Oh, Stein, das sind Trance. Eigentlich muss man da handeln. Gib ihm! Ja! Weggeschlitzt, die Sau. So. So, ich hoffe, Vivi ist jetzt schneller. Danke.
So, und Eiko heilt alle. Schön hoch. Guck mal, sehen doch wie alle gesund aus. Mensch, als wäre nichts passiert. Sag mal. Ich glaube, du kannst ja alles leisten, du Spinner. Gib ihm Steiner. Aber auch sehr günstig, dass Steiner jetzt in Trance ist, ne? Was natürlich darauf anspielt, dass wir ihn definitiv nicht im Fight gegen Kuya haben werden. Was ist eigentlich Mahagon sein Signature? Ich meine, ich habe ihn letztens, glaube ich, mal im, während ich gelevelt habe, mal gesehen. Aber hat er irgendwie. Also generell, ich glaube nicht, dass viele Leute überhaupt ein Signature haben. Mein Eiko kann Doppelmagie benutzen, genauso wie Vivi. Bei Garnett weiß ich es gar nicht. Also bei Lilly. Ihr habt Tantalos besiegt? Nun gut. Ihr wolltet es nicht anders. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich habe jetzt einfach nur Tantalos, weil... Steiner sieht so geil aus in seinem Trance, ey. Der maskierte Ritter. Geil. Geil. I love it. Wait. Der lässt... What? Der lässt uns jetzt einfach nochmal... Okay. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass er uns jetzt nochmal speichern lässt. Das ist natürlich günstig, danke. Das ist nett von dir. Das wäre natürlich jetzt lächerlich, wenn wir jetzt nochmal gegen ihn fighten müssen. Aber... Ich meine... Nicht nur die Chaose, sondern auch noch Tantalos? Hey, ist tatsächlich Tantalos. Meine Seele ist auch dem Untergang geweiht. Aber ich will ein guter Gastgeber sein und euch zuerst den Weg in den Tod weisen. Dann soll einfach alles sich ins Nichts auflösen. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Dun, dun. Alter, gegen den Kuya, den Allerechten. Ja, Musik ist geil. Das könnte jetzt wehtun, mein Freund. Konterzauber ist ja so widerwärtig. Okay, aber dann funktioniert Reflect hier so ein bisschen anders. Ich dachte Reflect, aber es kann natürlich auch sein, dass Reflect den Mana, also das den Damage von magischen Attacken schwächt. Ich dachte eigentlich, dass Reflect Spells reflected. Meine Musik geht ja richtig ab, ey. Ja, mein Freund, das wird dir aber nicht viel bringen. Ich sag's, wie es ist. Oh, warte mal, habe ich überhaupt noch? Ja, da habe ich. Ach stimmt, Vivi hat ja gar keinen Reflect. Ja, jetzt, da war ja was. Den konnte ich ja keins geben. Ja, dann kriegt er halt jetzt eins von mir. Ist doch kein Problem. Aber er hat auch Anti-Reflect, also das juckt ihm halt gar nicht. Flare Star.
Nur halbes Feuerwerk. Ach so, na klar. Er greift einfach nochmal an. Ja, Eiko, ich glaube, den kannst du nicht reflecken. Oh, nochmal Flaster. Das kann wehtun. Und das wird definitiv wehtun. Eiko könnte tot sein. Eiko ist tot. Oh boy. Ich meine, ne, wenn alle Stränge reißen, Steiner tankt das Ding hier bis nach, weiß ich nicht. Der tankt das zur Not 3 Stunden. Das ist okay für den. Der kommt damit klar. Nee, 7000 Schaden gemacht, oder? Ja, ich brauche Eiko. Ja, Maragon ist tot. Schau, Maragon. Das wird hier eine Solo-Show, Steiner. Ich sag's, wie es ist. Oh, wobei, es tut schon weh, ne? Ah, er kommt wieder mit Sanctus, oder? Nee, okay. Eiko, ich brauch dich! Okay, setz Reflect ein. Immerhin das nur. Aber ich werde definitiv Phoenix rufen. Lebensflamme! Weil Vivi und Maragon tot. Vor allem Vivi, mit dem ich Großes geplant habe. Nice. Ja, aber Eiko auf 9 HP. Ja, die ist halt wieder tot. Nein! Eiko! Ich zück schon mal die Phönixfeder. Oh! Alter, Vivi wird einfach gewone-shottet. Obwohl der Full-Life war. Schon wieder Flairstar? Du mieses Schwein, wirklich. Oh Gott, Maragon ist in Trance. Damn, Alter. Das sieht schon gefährlich aus, ey. Bestie, die. Aber ich glaube, der stirbt, bevor der überhaupt sowas kommt. Ja, leider. Oh. Ja, Eiko ist halt wieder tot. T-Rex. Ja, schade. Das war's mit T-Rex. Mein Gott, ey. Ist das nervig. Jetzt habe ich Vivi geheilt. Ich war eigentlich... Oh, Mann. Naja, Steiner macht einfach Solo-Entertainment hier. Ja, wir müssen halt die blöde Runde abpassen, wo er wieder Reflect nachfüllen muss bei sich. Dadurch, dass wir halt immer Reflect haben, juckt uns das nicht. Aber sein Flairstar kann halt nicht gereflect werden, was ich jetzt echt scheiße finde. Problem ist, wenn ich jetzt halt wie Eiko heile, setzt er wieder Reflect-Star ein. Eiko stirbt und wir haben das gleiche Spiel wie vorhin. Oh boy. Na, das wird ja lustig. Na, wir haben ja ein paar Phönixfedern. Ist doch gar kein Problem hier.
Oh, Aiko hat es daneben getroffen. Was? Aiko setzt auch Phönix hin auf sich selbst ein. Nein, ich dachte hier mit Steiner. Oh, jetzt habe ich mir gerade komplett alles versaut. Wait, what? Er ist tot? Ich bin eh dem Tod geweiht. Der Tod wird mich von meinem Fluch befreien. Aber ich werde nicht allein sterben. Ich werde mich, ihr werdet mich begleiten. Ultima! Oh mein Gott. Oh mein Gott! Überlebe, Steiner! Ach du Scheiße, Alter. Okay, war das wieder gescriptet? Wahrscheinlich, ja. Oh boy. Oh, er ist einfach todes... verloren Screen. Alter. Was ist mit dem Kristall? Was ist mit den anderen? Wo sind wir hier? In einer anderen Dimension als der euren. Und ich bin das ewige Dunkel. Wer bist du? Ohne jegliche Ausnahme beherrscht die Furcht jenen Teil der Seele, der von Dunkelheit umgeben ist. Und wird von jedem verspürt. Und die wird in jedem verspürt, okay. Dass er auf dieser Welt ein Leben erhielt. Das Leben selbst ist eine einzige Grausamkeit. Ihr vernichtet euch gegenseitig und tötet, um zu überleben. Und euer Leben besteht aus Unsicherheit, Kummer und der Angst, irgendwann einmal zu sterben. Euer Leben wird davon beherrscht. In dem Moment der Wahrheit, in dem euch bewusst wird, dass ihr eurem eigenen Tod nicht entkommen könnt, erwacht die Angst in euch. Je größer die Angst vor dem Tod, desto größer der Schmerz. Und doch könnt ihr den Tod nicht akzeptieren. So entwickelt sich der Hass und der Neid gegen alles Lebende. Die gewachsene Angst vor dem Tod kann nicht kontrolliert werden. Die einzige Rettung erfolgt in der völligen und unvollkommenen Zerstörung. Kuya unterlag seinem eigenen Angst und versuchte, den Ursprung allen Seins, das Kristall, zu zerstören und dem Irrglauben so sich selbst retten zu können. Hör endlich auf mit dem Schwachsinn. Das kannst du deiner Großmutter erzählen. Das ist doch alles nichts weiter als Ausrede. Mit diesem Gewäsch redest du dir doch selbst einen Grund für deine Existenz ein, oder nicht? In diesem Augenblick war alles besiegelt. Alles in diesem Universum existiert nur aus dem einen Grund, nämlich um wieder zerstört zu werden. Dies war die Antwort, die er gefunden hatte. Ich habe nur auf jemanden gewartet, der diese Antwort findet, und jetzt, wo sie gefunden wurde, muss diese Welt vernichtet werden. Hey, du sollst meine Frage beantworten. Meine Aufgabe bestand nur in einem. In der Erschaffung des absoluten Nichts. Ohne jegliche Entwicklung, ohne Kristall. Eine Welt, in der es keine Geburt gibt. Ist dies alles nicht vorhanden, würde es auch keine Angst mehr geben. Eine Welt, die ihr euch so sehnlichst gewünscht habt. Wir haben uns so eine Welt bestimmt nicht gewünscht. Solange die Hoffnung auf Leben besteht, werden wir dein Vorhaben nicht zulassen. Auch wenn es nur ein kleiner Lichtpunkt in einem ewig dunklen Raum ist. Der Wille nach Leben, trotz all der Qualen, die er leiden müsst, ist der Beweis eurer törichten und unheilbaren Krankheit genannt Hoffnung. Aber irgendwann wird diese Hoffnung zur Angst werden und ihr werdet den gleichen zerstörerischen Weg wie Kuya wählen. Unmerklich bewegt ihr euch selbst auf eine eigene Zerstörung zu.
Und wenn die Zerstörung der einzige Grund eurer Geburt ist, was macht es dann für einen Unterschied, nicht existiert zu haben? Eure gesamte Existenz ist eine Paradoxon. Es besteht kein Grund, die selbst gefundene Antwort zu verneinen. Alles ist nichts. Dies ist die reine Wahrheit. Verschwindet. Werdet zu nichts. Widerstrebt dem Nichts. Denn es ist der Wunsch alles Lebende. Von wegen, das sehe ich anders. Wir werden dich vernichten. Und damit genau das Gegenteil beweisen. Und die Erinnerung, die eigene Angst besiegt zu haben, wird weiterleben. Und von Generation zu Generation überliefert werden. Und deswegen dürfen wir hier nicht aufgeben. Wir dürfen gegen dich nicht verlieren. Und deswegen müssen wir jetzt unsere Kräfte sammeln und gemeinsam stark sein. Und selbst wenn wir dabei draufgehen, ist das noch lange nicht das Ende. Denn auch wir werden in einer Erinnerung der Menschen weiterleben. Und diese Erinnerungen werden auf alle Ewigkeit in dem Leben eins sein. Das bedeutet zu leben. Ist das jetzt eigentlich der Zeitpunkt, dass man seine Charakter wechselt? Oder sagt man sie einfach YOLO? Weil ich muss schon sagen, eigentlich finde ich ja das andere Team schon ein bisschen schmackhafter, ne? Mit so Vivi, Aiko. Oder kann ich vorher heilen? Bestimmt, oder? Es wäre doch lächerlich, wenn ich jetzt direkt in den Kampf gehe. Weil, naja. Boah, riskiere ich's? Aber die sind alle... Okay, nevermind. Ich werde definitiv irgendeinen machen können. Aber ich überlege, ob ich Freya mitnehme, tatsächlich. Wir können überlegen, ob wir Aiko mit Lily wechseln. Wäre vielleicht auch nicht blöd. Verbock das bloß nicht. Sonst sehen wir uns in der Hölle wieder. Alter, laden die Genki-Dame auf. Ah, okay. Ach so, ausgetauschte Kameraden werden so werden so quasi vermittelt. Keine Angst, ich bin nicht traurig. Nimm die letzte Kraft von Aiko. Ach krass, opfern sich jetzt quasi die Leute auf, nur damit vier andere überleben? Wenn wir alle halt zurückkommen, mache ich uns ein riesen Festmahl, Mann. Oh, ich bin fit. Yeah. Und dann Zidane opfert sich für Lily. Mit meiner Kraft müsst ihr es schaffen. Und dann können wir endlich wieder alle zusammen nach Hause gehen. Oh yeah, baby. I'm back in business. Aber eigentlich war Lily die... Genau, wir haben Vivi Steiner im Duett. Ja. Eine Niederlage dir gegenüber wäre eine Schande aller Ritter. Auf in den Kampf, ihr Männer. Ihr Mannen. Na, mal gucken, gegen was wir kämpfen hier. Keine Ahnung, ey. Kuya kann es ja nicht mehr sein. Den haben wir ja fertig gemacht. Was ist das denn? Oh, der sieht ja speziell aus.
Hä? Ach so. Wollte schon sagen, hä? Wo bringt ihr uns hin? Tsching! Shell. Okay, Shell war was? Er macht, überleg gerade. Blauer Schock. Okay, ich heile mal Freya, weil die hart auf den Senkel bekommen hat. Die Frage ist... Ja, Shell war für Magie, okay. Ja klar, weil Brot ist es ja für physisch. Ich bin so blöde. Okay, das setzt aber wirklich normale Magie ein. Ja, okay. Das heißt... Genau das heißt das. Aber warte mal. Oh, wir können Steiner benutzen. Steiner hat noch Auto-Reflex. Eieiei, das könnte jetzt echt eklig werden. Ich merke, by the way, ich muss teilweise keinen heilen, weil hier einfach dieses Autoregener komplett disgusting ist. So, jetzt kommen wir zu dem Spell, den ich meinte. Den wir aber definitiv nicht so oft nutzen werden. Weil, naja, wir machen immer 9000 Schaden. Weil ich halt 99 Drachen besiegt habe. Ja, ich würde schon gerne mal die Arche holen. Bin mal gespannt, wie die, wie sie so drauf ist. Ja. In die Luft mit dir, Freya. Supernova. Ach du Scheiße. Alter, ne? Die übertreiben es aber auch wirklich jedes Mal. What? Oh, Scheiße. Oh Gott, was war denn das hier? Das heißt, Freya und Vivi sind nicht geschützt. Ja. Bei Steiner. Scheiße. Ja, cool. Aber ich glaube, ich habe verloren. Okay, wir brauchen definitiv Gips. Was gegen Gips und Stein? Okay, ja. Okay. Ja gut, dann wissen wir Bescheid. Boah. Boah, 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 boah. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der... Vor allem, dass Supernova ein versteinert. Das ist okay. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt mit viel Schaden gerechnet. Potenziell uns tötend. Aber... Versteinert? Was? Vielleicht klappt's ja jetzt. Zumindest kann keiner mehr von Gips befallen werden. Beziehungsweise Stein. Aber was ich gegen den Todesurteil mache, keine Ahnung. Also, überhaupt keine Ahnung. So. Haben wir nicht noch irgendwas, das uns...
Ja, keine Ahnung. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dün. Zu der Arche. Du 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 du. Ich hoffe übrigens, dass das mit Steiner funktioniert, ne? Dass wenn ich jetzt Flair auf Steiner einsetze. Ansonsten knall ich gleich Steiner weg. Hab da so ein bisschen Angst gerade. Blauer Schock. Und wie stark ist es? Ja, moin. Jawohl, Alter. Und das trotz Shell, ey. Apokalypse. Na? Bin ich mal gespannt, was da passiert. Na klar. Fire the Cannon! Alter. Ja, ich meine, so geht's natürlich auch, ne? Alter, wir bauen uns einen Mecha. Das ist irgendwie schon geil. Bestia Summons sind einfach nur 10 von 10. Ich meine, es gab ja. Also. In 10 gab es ja auch schon geile. Aber ich weiß nicht, finde ich hier teilweise noch gestörter. Allein das hier, ne? Der Name. Wie lange der auch dauert. Das hört auch nicht mehr auf. So, ja. Der kriegt das halt auf den Sack. Fertig. Ausgelöscht. Aber das Gefühl, wir bringen uns wahrscheinlich selbst um dabei, aber naja. Was soll's. Es ist halt immer noch nicht vorbei. Alter. Dafür 6700 Schaden. Das kann man machen. Ob sich das jetzt gelohnt hat mit der Zeit? Im Verhältnis? Ich weiß nicht. Aber. Ich heil mal alle. Feuiger. Jetzt ist der Feuiger auf Spanne, auf alle. Na klar. So, Freya. Up in the sky with you. Selbst 900 Schaden gemacht. Auch nicht schlecht. Komm, die Fähigkeiten dauern so lange, dass ja die Charaktere ja nicht mal mehr hinterherkommen. Also die Leiste. Die ATP-Leiste. Ich meine, es kommt ja immer noch gleich eine Flair von Vivi. Wo ist denn das jetzt? Das ist noch auf on hold, ist das noch. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir müssen erstmal hier. Auch nichts, dass uns gegen
Ja, Freya ist einfach tot. Okay, aber kriegt jeder einfach einen Random-Ding ab? Na, dafür wäre dies geil. Ja, aber gut, ich meine, Steiner stirbt eh, also das kannst du nicht verhindern. Leider. Ah ja, das ist jetzt traurig, dass sie den Spinner mitteilen. Vivi, Allheilmittel. Oh, Lilly kriegt Trance. Ja. Bringt aber leider nicht viel. Wir haben auch nur Engel und nicht Erzengel. Oh Mann, ey. Nee, Mann. Steiner, komm wieder her. Ich brauch dich, mein Junge. Du bist der beste Mann hier. Neutronensynaps. Der macht Spells, ne? Ich hab keine Ahnung, was der von mir will. Jetzt haut der wieder irgendeine Fähigkeit heraus. Die macht wahrscheinlich jetzt wirklich brutal Schaden. Kann ich mir vorstellen. Ja, wobei, es geht sogar noch. Ja. Weil bin ich mal realistisch zu mir selbst. Das war schon ordentlich Schaden. So. Vivi ist jetzt wenigstens ein scheiß Ding los. Setz mal den Vieh rein. Wenn es sein muss, mach das mal. Ich hoffe, Steiner kommt wenigstens mit ein bisschen HP zurück. Und nicht so mit, yo, 2 HP, fertig. Alter. Warum ist jetzt Steiner nicht wiederbelebt worden? Ah, jetzt ist noch Dings in Trance. Hab ich Steiner nicht vorher geheilt? Na, sterb halt wieder. Es gibt's nicht. Mann, ey. Also, ich muss sagen, das stört mich. Das, so, ja, ich weiß nicht. Du kannst Lilly komplett vergessen. Weil Aiko ist so viel besser, allein wegen Phoenix. Ach, deswegen. Aber warum hat denn der tote Steiner noch Reflect? Ach, Mann, ey. Also das ist bescheuert. Ja, mein Gott, dann heile ich ihn halt. Das heißt, ich kriege aber auch Steiner jetzt nicht mehr hoch. Weil er Auto-Reflect hat. Aber warum zählt denn bitte eine Phönixfeder? Ach ja, nee, warte mal. Ich bin bescheuert. Warum heile ich nicht mit einer Phönixfeder? Oh Mann, ey. Meine Gehirnzellen sind aber auch wirklich am Schwitzen gerade. Ja, gut, ich kann nicht heilen. Also ballern wir einfach jetzt eine Doppel-Hardes rein. Ein Doppelflair. Und dadurch, dass Vivi ja. Oh Gott. Nein. Achso, auf den Toten kann ich nicht einsetzen. Yeah, Baby Steiner. My boy. Steiner mal eben kurz wieder als Mittel zum Zweck nutzen. Aber ich meine, der Mann ist das gewohnt. Ja, der ist eine lebende Legende. Dann guckt ihn euch an. Ewiges Dunkel. Aber nochmal zum Thema. So, ich meine, Dings ist ja ganz cool. Lilly. Aber. Ich weiß nicht, so.
Steiner ist halt immer noch... Fängt er mir jetzt Supernova an? Ja, geil. Jetzt ist wieder russisch Roulette, was passieren wird. Weil wir auf alle irgendeinen Effekt passiert. Vor allem, der hat ja auch mehr gemacht vorhin, ne? Der hat ja, glaube ich, auch Tobsucht gemacht. Vorhin. Und stumm. Also, nee, nicht stumm, sondern, ne? Cool. Okay, warte mal. Also, wir geben Freya mal was. Auch wenn ich keine Ahnung, was gegen den Todescounter machen soll. Weil viel wird da eh nicht passieren. So, Freya hat nochmal 9k Damage gemacht. Aber die ist halt gleich tot. Chillig. Ja. Da ist sie dead. Steiner wird geheilt davon. Weil es halt Eis. Aber Steiner hat Tobsucht gerade, ne? Oh, ist er tot? Könnt ihr eure eigene Antwort nicht ertragen? Was passiert da? Macht euren Lebenswillen so immer. Macht euch der Lebenswillen so stark! Okay, jetzt zerstört einfach alles. Ich meine, er hat scheinbar nicht viel Leben. Gut, ich meine, ne? Da haben halt auch ein bisschen viel Damage reingehauen. Vivi mit dem Reflect. Und Freya halt mit dem Dragogramm oder wie es hieß. Den Namen weiß ich nicht mehr. Aber ich hab den auch, glaube ich, nur zweimal benutzt, den Dragogramm, weil Freya gefühlt fast immer dead war. Das ist nicht das Ende. Denn ich werde zurückkehren. Solange der Tod auf dieser Welt existiert. Das war eine weitere Folge Final Fantasy 9. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut gerne in die anderen Projekte rein. Oder seid beim nächsten Stream dabei. Das war's von mir. Bye-bye!